Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder. In meinem letzten Video ging es darum, dass die rein pflanzliche Ernährung nicht die Antwort auf alle Fragen sein kann. Und heute geht es darum, dass Kühe nicht die Klimakiller sind, für die sie gehalten werden. Entsprechend 2 Kilo Fleisch wirklich einem Transatlantikflug, muss man sich fragen. Ich habe ein Video reinbekommen von Dr. Brad Scher bei Diet Doctor im Gespräch mit Professor Frank Mittlöhner. Frank Mittlöhner ist Direktor am Clear Center UC Davis. Er ist Deutscher, aber da Brad Scher nur Englisch spricht, fand die Unterhaltung natürlich in Englisch statt. Frank Mittlöhner hat an der Uni Leipzig studiert, lebt und arbeitet seit über 20 Jahren in den USA, hat diverse Auszeichnungen erhalten und ist Autor vieler Veröffentlichungen. Seine Kindheit hat er verbracht in der Nähe der holländischen Grenze und er hat sehr früh sein Interesse an Ackerbau und Viehzucht entdeckt. Eigentlich wollte er Psychiater werden, aber die Uni Leipzig wollte ihn nicht. Und dann hat er sich entschieden, tropische und subtropische Landwirtschaft zu studieren. Er hat landwirtschaftliche Betriebe besucht in Paraguay, Australien, Indonesien, China und vielen Teilen Afrikas und viel dabei gelernt, wie er sagt. Heute ist er Spezialist für Luftqualität und Klimaveränderungen am UC Davis Clear Center. Er ist auch aktiv auf Twitter und ich werde diese ganzen Sachen wieder in der Beschreibung verlinken, damit ihr euch das direkt ansehen könnt. In meinem letzten Video habe ich versucht zu erklären, warum die rein pflanzliche Ernährung weder für die Gesundheit noch für das Klima die richtige Lösung ist. Ginge es nach den Klimaschützern, dürften wir nur einmal die Woche Fleisch essen. Frank Mittlöhner widerlegt immer wieder diese Behauptungen, dass Rinder für einen wesentlichen Anteil an den Treibhausgasen verantwortlich sind. Und er kann das im Gegensatz zu den Veganern, die die entgegengesetzte Meinung vertreten, auch begründen. Wie kommt es zum Klimawandel? Die Sonne bestrahlt die Erde, die Temperaturen steigen. Normalerweise werden diese Strahlen zurückreflektiert ins Weltall. Aber es gibt die Treibhausgase, die die Strahlen, die Wärme festhalten. Je mehr Moleküle, desto mehr Wärme. Folge, die Temperaturen steigen mehr. Treibhausgase, CO2, Methan und die Stickstoffmonoxid, auch bekannt als Lachgas. CO2 ist Kohlenstoffdioxid. Ja, was unterscheidet die Treibhausgase? Methan hat die 28-fache Wirkung von CO2. Die Stickstoffmonoxid hat die 265-fache Wirkung. Methan und die Stickstoffmonoxid, das sind Zungenbrecher, haben also einen viel verheerenderen Einfluss auf das Klima als CO2. Andere Unterschiede: CO2 und die Stickstoffmonoxid sind langlebige Gase und bleiben hunderte, wenn nicht tausende von Jahren in der Atmosphäre. Methan wird nicht nur produziert, sondern auch zerstört. Und das lassen die Veganer gerne unter den Tisch fallen. Das dauert 10 Jahre. Produktion und Zerfall befinden sich im Gleichgewicht. Wer produziert was? CO2 entsteht zumeist aus fossilen Brennstoffen, das heißt Pflanzen- und Tiermaterial, das sich Millionen Jahre in der Erde befunden hat. CO2 hat die größeren Auswirkungen, die größten Auswirkungen. Und das sind Erdöl, Kohle und Erdgas. In den letzten 70 Jahren wurde die Hälfte aller fossilen Brennstoffe verbraucht. Daraus entstand das CO2, das jetzt noch in der Atmosphäre ist. Bei Kontakt mit Sonnenstrahlen heizt es sich auf, hält die Wärme fest, die Temperaturen steigen.
Fossile Treibstoffe sind also die Hauptverursacher des Treibhauseffekts. Tierzuchtkritiker, auch Tierschützer genannt, beziehungsweise Veganer, wollen das von den Rindern produzierte Methan reduzieren. In den USA gibt es 100 Millionen Wiederkäuer. Vor den ersten Siedlungen gab es ebenfalls 100 Millionen Wiederkäuer. 60 bis 70 Millionen davon waren Bisons. Sie wurden aber vernichtet und durch Rinder ersetzt im Laufe der Zeit. Die Zahl der Wiederkäuer und die von ihnen produzierte Methanmenge ist also seit 250 Jahren konstant. Demnach können die Rinder nicht der Grund für die zusätzliche Erderwärmung sein. Das andere Methan entsteht aus fossilen Brennstoffen. Beide Formen haben die Formel CH4, aber sie beeinflussen unsere Atmosphäre auf unterschiedliche Weise. Beide Methanformen bleiben 10 Jahre in der Atmosphäre und zerfallen dann. Das nennt man Oxidation bzw. Hydroxyloxidation. Diese macht aus Methan CO2. CO2 aus fossilen Treibstoffen ist zusätzliches CO2. Fossiles Methan geht vom Boden in die Atmosphäre und bleibt dort. Biogenes Methan wird dagegen recycelt. Pflanzen brauchen Sonnenlicht, Wasser und CO2, damit sie gedeihen. CO2 wird für die Bildung der Kohlenhydrate, Zellulose und Stärke benötigt. Das ist das, was die Veganer essen. Die Kuh frisst die Pflanze und wandelt einen kleinen Teil der Kohlenhydrate in Methan um. Der Kohlenstoff aus dem Methan geht vom Boden in die Atmosphäre und durch Photosynthese über das gefressene Futter wieder in die Kuh. Das von der Kuh produzierte Methan bleibt 10 Jahre in der Atmosphäre und wird dann via Hydroxyloxidation in CO2 umgewandelt. Und dieses CO2 ist sozusagen recyceltes CO2. Bei diesem Kreislauf ändert sich die CO2-Menge nicht. Das nennt man biogene Kohlenstoffkreislauf. CO2 aus fossilen Brennstoffen bewegt sich auf einer Einbahnstraße vom Boden in Richtung Atmosphäre und produziert, wie gesagt, zusätzliches CO2 und zusätzliche Erwärmung. Biogenes CO2 wird recycelt, ne? Damit man das besser auseinanderhält. Konstante Herden bedeuten konstante CO2-Belastung und keine zusätzliche Erwärmung. Mit einer 12-monatigen veganen Ernährung reduziert man seinen CO2-Fußabdruck um 0,8 Tonnen. Ein Transatlantikflug entspricht 1,6 Tonnen. Ein batteriebetriebenes Auto 1,95 Tonnen, öffentliche Verkehrsmittel 0,98 Tonnen CO2. Biogenes Methan aus der Nahrung fällt in eine andere Kategorie als CO2 aus fossilen Brennstoffen, bei denen das CO2 netto zunimmt. Aber interessiert das jemanden? Nicht wirklich. Alle Treibhausgase werden in CO2 umgewandelt, in CO2-Äquivalente umgerechnet, egal woher sie kommen, ne? Von den sogenannten Fachleuten. Und so gesehen sind alle Treibhausgase schlecht. Würden alle 330 Millionen Amerikaner sich ein Jahr lang vegan ernähren, dann würde sich der CO2-Fußabdruck der ganzen Nation um gerade mal 2,2% reduzieren. Fleischlose Montage bringen 0,3%. Wow, das ist der Knaller. Hm? Man will die Kühe abschaffen und die Industrie verpestet fröhlich weiter die Luft. Eine mit Emotionen und Ideologien durchmischte Wissenschaft ist kein guter Ratgeber. Ein Artikel in der New York Times verkündete das Ende vom
Fleisch. The end of meat is here. Tierzucht, Hauptursache für Klimaerwärmung. Wir können die Umwelt nicht schützen, wenn wir weiter Fleisch essen. Ernährung auf Pflanzenbasis, der wichtigste Beitrag, den der Einzelne leisten kann, um das Klima zu retten. Yay, super! Der Verfasser des Artikels, wie könnte es anders sein, ist Veganer und tut sich immer wieder in Sachen Tierrechte hervor. Er hat einen überzeugenden Schreibstil, aber das macht seine Ideologie nicht besser. Glaubt man ihm, gibt es nichts Besseres für die Umwelt und den Planeten als die vegane Ernährung, die ganz großen Klimakiller, die Industrie und alle Transportmittel sind an der Luftverschmutzung natürlich vollkommen unschuldig. Und was ist eigentlich mit den Bananen, den Avocados, Quinoa und den Massen an anderen veganen Produkten, die kreuz und quer über den ganzen Planeten geschippert werden, damit die Veganer sich auf die Schulter klopfen können und stolz auf sich sein können, weil sie die Tiere schützen und den Planeten retten? Was ist mit importierten Tomaten, Paprika, Zucchini, Auberginen? Und wo kommen die meisten Obstsorten her? Die Hälfte der Weltbevölkerung hat gerade eine monatelange Ausgangssperre hinter sich. Was war die Folge? Die Emissionen wurden wie nie zuvor reduziert. Weniger Autos, Lastwagen, Züge, Flugzeuge, Schiffe. Über Städten wie Los Angeles, Peking, Delhi, Tokio war der Himmel klar und sauber. Seit dem Ende der Ausgangssperre ist alles wieder wie zuvor, obwohl sich an der Größe der Rinderherden nichts geändert hat. Glauben wir den Autoren, die uns eine bessere, weil tierfreie Zukunft voraussagen, begeben wir uns aufs Glatteis. Der Verzicht auf tierische Nahrung wird das Klima nicht retten, aber es wird viele von uns krank machen und dafür sorgen, dass wir früher von der Bildfläche verschwinden. Was für das Klima natürlich auch gut ist, aber wollen wir das? Außerdem ist das Leben der Landarbeiter, die im Ackerbau tätig sind und ständig mit Pestiziden und anderen Chemikalien in Berührung kommen, um ein Vielfaches gefährlicher und ungesünder als die Tätigkeit von Arbeitern in Tierzucht betrieben. Aber wen interessiert das schon? Ich habe in Spanien gewohnt und nicht weit von unserem Haus war ein Orangenhain und da konnte ich mit eigenen Augen sehen, wie die Arbeiter leben, die dort die Orangen pflücken. Sie waren in irgendwelchen zeltähnlichen Behausungen untergebracht. Das waren mehr Plane, mit Planen bedeckte, notdürftige Unterkünfte, noch nicht mal Zelte. Und sie hatten große Kanister mit Wasser zum Trinken und Waschen. Und überall standen 10 oder 20 Liter Kanister mit Chemikalien, mit denen diese Orangen wochenlang besprüht worden waren. Ob das so gut ist? Ich weiß es nicht. Ob diese Pestizide nur auf den Orangen bleiben oder ob die, wenn man genug mit ihnen in Berührung kommt, vielleicht auch ins menschliche Gewebe gehen. Ja, das machen die wochenlang. Ich habe es gesehen. Ich bin immer wieder jeden Tag dort vorbeigekommen und diese Menschen haben mir fürchterlich leid getan. Aber wen interessiert das schon? Ne? Ja, und dann gibt es noch den Eat Lancet Report, der uns empfiehlt, pro Woche nicht mehr als irrwitzige 7 Gramm Fleisch zu essen, weil Fleisch uns doch krank macht und die Umwelt zerstört. Darüber habe ich ein Video gemacht. Neue Ernährungsempfehlungen der Eat Lancet Commission, das werde ich verlinken. Wer den Bericht der Eat Lancet Kommission aufmerksam liest, erkennt bald, dass hier vieles überhaupt keinen Sinn ergibt. Die Eat Lancet Kommission widerspricht sich selbst und ihre Empfehlungen, der viele Menschen völlig hirnlos folgen, sind auch nicht dazu angetan, die Umwelt zu retten.
Die Kommission hat den Wasserverbrauch, die Luftqualität und die Treibhausemissionen verschiedener Ernährungsformen miteinander verglichen. Und das Ergebnis war, dass es zwischen den einzelnen Ernährungsformen und ihren Auswirkungen keinen Unterschied gab. Trotzdem behauptet die Kommission, dass nur die vegane Ernährung langfristig vertretbar ist. In anderen Kategorien wie Biodiversität kam die pflanzliche Ernährung sogar schlechter weg als die ganz normale Otto-Normalverbraucher-Durchschnittsernährung. Siehe mein Video vom 25. August. Bei der Treibhausgaskalkulation haben sie falsch gerechnet. Frank Mitlöhne hat die Verantwortlichen angeschrieben und sie darauf hingewiesen, dass ihre Zahlen falsch sind und dass sie die veröffentlichten Ergebnisse nicht bestätigen. Die Antwort: Es geht in den Ernährungsempfehlungen der Eat Lancet Kommission ausschließlich um gesundheitliche Aspekte und nicht um den Klimawandel. Oh, das haben sie uns vorher aber nicht gesagt. Ja, als der Report veröffentlicht wurde, hat sich das anders angehört. Die Eat Lancet Kommission hat eine weitere vegane Welle ausgelöst. Die Sprecher und die Prominenten, die bei öffentlichen Veranstaltungen auftreten und für mehr Zulauf und Glaubwürdigkeit sorgen sollen, werden von Gott weiß woher an den Veranstaltungsort gekarrt und sogar der Blumenschmuck wird aus verschiedenen Ländern angeliefert. Aber wir sollen uns vegan ernähren, um das Klima zu retten. Lange nicht so gelacht. Wenn die Welt auf derart haarsträubende Weise gerettet werden soll, muss man sich vielleicht mal ein paar Fragen stellen. Es macht wenig Sinn, mit Menschen diskutieren zu wollen, die ihren gesunden Menschenverstand entweder verloren oder an den Teufel verkauft haben. Nicht viel besser sind die Medien, die diese Informationen ausschlachten und die andere Seite gar nicht erst zu Wort kommen lassen. Es lebe die Demokratie. Einstein sagte einmal, eine Dummheit bleibt eine Dummheit, auch wenn 5 Millionen Menschen sie nachplappern. Was gibt es noch zu berichten? Zum Beispiel die Aussage der American Vegan Society, des veganen Dachverbands in den USA, der zutiefst bedauert, dass so viele Veganer schon nach so kurzer Zeit wieder diese Ernährungsform aufgeben und sich umorientieren. Merkwürdig, wo es doch nichts Besseres gibt für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden als die vegane Ernährung. Es ist erstaunlich, dass man so langsam auch als Bewohner des Elfenbeinturms zur Kenntnis nimmt, dass mit der veganen Ernährung vieles nicht in Ordnung ist. Das Ganze in Zahlen. Auf jeden Veganer in den USA kommen bereits nach einem Jahr 5 Ex-Veganer. Das heißt, 84% der Neu-Veganer beenden ihr Experiment schon nach einem Jahr. Man mag sich fragen, wie viele nach 3, nach 4, 5, 6, 7 Jahren das Handtuch werfen. Wenn die vegane Ernährung so perfekt ist und so fantastisch und man sich so toll fühlt, warum springen dann so viele Menschen so schnell wieder ab? Wer sich für die vegane Ernährung entscheidet, braucht Engagement, Überzeugung, Durchhaltevermögen. Dieser Lebensstil ist teuer, kompliziert, er muss gut durchdacht sein und geplant, wenn man gesund bleiben will. Veganer sind mit Leib und Seele bei der Sache. Sie sind überzeugt davon, das Richtige zu tun. Warum klappt es dann nicht? Die Liste der Ex-Veganer wird lang und länger. In den meisten Fällen sind die Gründe dieselben, aber das wird gerne unter den Teppich gefegt. Ein Veganer, der alles richtig macht, hat schließlich keine Probleme. Als Leser der Schlagzeilen und Betrachter der diversen Mainstream-Fernsehsendungen hat man den Eindruck, dass die vegane Bewegung viel größer ist und viel gewaltiger, als sie tatsächlich ist. Man hört etwas von 20, 30, 40%. Die Wahrheit
bewegt sich irgendwo zwischen 0,5 und 2% der Bevölkerung. Veganismus ist nicht für alle geeignet oder machbar und niemand kann für sich in Anspruch nehmen, die einzig richtige Antwort auf alle Fragen im Bereich Ernährung gefunden zu haben. Wer einen privaten Koch hat und sich Vitaminpillen und Nahrungsergänzungsmittel für mehrere hundert Euro im Monat leisten kann, der möge es probieren. Für alle anderen wird der Erfolg nicht von Dauer sein. Die Tierzucht hat einen minimal größeren Einfluss auf das Klima als der Ackerbau. Verglichen mit anderen umweltschädlicheren Aktivitäten des Menschen, für die ausschließlich fossile Treibstoffe eingesetzt werden, sind beide harmlos. Ein Verzicht darauf würde nicht viel an der Klimasituation ändern. Der Lockdown war eine Phase der Erholung für die Umwelt. Aber sollen wir ab jetzt alle zu Hause bleiben und uns ab sofort nur noch vegan ernähren? Academia kann Informationen zur Verfügung stellen, die hoffentlich korrekt, realistisch und vor allem ehrlich sind. Die letzte Entscheidung muss jeder für sich selbst treffen. Niemand kann uns vorschreiben, wen wir wählen oder anbeten sollen. Und auch was wir essen, ist eine sehr persönliche Entscheidung, die niemanden etwas angeht. Die regenerative Landwirtschaft wäre eine Option. Aber das ist in großem Umfang ja angeblich gar nicht machbar, weil die sogenannten Fachleute bei ihren Berechnungen sich auf landwirtschaftliche Flächen beziehen, die zum jetzigen Zeitpunkt für Ackerbau und Viehzucht genutzt werden. Es gibt aber an vielen Orten der Welt ungenutzte Graslandschaften, die für den Ackerbau aufgrund ungeeigneter Böden oder Topografien, also zum Beispiel der Lage an steilen Hängen und so weiter, komplett ungeeignet sind, die sich aber als Weideflächen für Rinder, Schafe und andere Tiere perfekt eignen würden. Wir hören, dass Land- und Forstwirtschaft zusammen 10,5% aller Treibhausgase in den USA verursachen. Was wir nicht hören, ist, dass sie zugleich eine Kohlenstoffsenke, also ein Speicher, für 11,8% der Treibhausgase sind. Landwirtschaft und Forstwirtschaft sind die einzigen Bereiche, die Treibhausgase nicht nur produzieren, sondern sie auch wieder aus der Atmosphäre entfernen. Und sie entfernen mehr, als sie produzieren. Also, bei der regenerativen Landwirtschaft, zum Beispiel nach dem Prinzip von Joel Salatin, mit einem Minimum an Pflug und Bodenarbeiten, nimmt der Boden eine Menge CO2 aus der Atmosphäre auf. Solange man diese Böden in Ruhe lässt, bleibt das CO2, wo es ist. Aber es ist natürlich viel einfacher, die Rinder zu den Schuldigen zu machen, als nach einer Lösung zu suchen. Allein in den USA produzieren weniger als 50 Unternehmen 70% aller Treibhausgase mit ausschließlich fossilen Energien, also Erdöl. Von diesem CO2 wird nichts recycelt und genau diese Unternehmen sind es, die gegen den Fleischverzehr Stimmung machen und behaupten, dass das Klima nur zu retten ist, wenn wir aufhören, Fleisch zu essen. Alles, was wir essen, hat seinen Ursprung auf irgendeine Weise in der Landwirtschaft. Ohne Bauern keine Nahrung. Wie wir mit unseren Landwirten umgehen, ist unfair und es entbehrt jeder Vernunft. Normalerweise werden die Landwirte elegant ignoriert. Aber sollten sie tatsächlich mal ins Bewusstsein rücken, ist die Nachricht meistens keine positive. In den USA gibt es 2 Millionen Farmen, hört sich viel an, aber 3/4 davon erwirtschaften weniger als $25.000 pro Jahr. Die meisten Farmen sind Hobbyfarmen, die kaum mehr produzieren, als sie für ihren Eigenbedarf benötigen. Die 80.000 Farmen, die den größten Anteil der Nahrung produzieren, sind nicht die netten kleinen Farmen, die gerne für Werbespots herhalten, sondern riesige Anlagen,
wo im großen Stil produziert wird. Landwirte, vor allem die, die in kleineren Strukturen arbeiten, sind im Schnitt 60 Jahre alt und stellen sich zunehmend die Frage, was später aus ihrer Farm werden soll. Es gibt von außen viel Druck und so kommen viele zu dem Schluss, dass die Landwirtschaft sich einfach nicht mehr lohnt. Was die Negativwerbung nicht schafft, das schafft der finanzielle Druck. Die wenigsten können von ihrer Arbeit leben, weil die Verbraucher nicht bereit sind, angemessene Preise für die Produkte zu bezahlen. Ist es wirklich in Ordnung, wenn ein Hühnerzüchter 10 Cent an einem Huhn verdient und ein Schweinezüchter 6 bis 8 Dollar an einem ganzen Schwein? Ist es okay, dass Milch im Supermarkt weniger kostet als Wasser? Wie schon im letzten Video gesagt, kauft lokal, geht zu den Bauern, lasst euch von Kooperationen beliefern. Das sind die Leute, die unser Essen produzieren und sie sind es, die wir unterstützen müssen. Wenn wir zulassen, dass gewinnsüchtige Zwischenhändler auf Kosten der Landwirte Profit machen, werden sie irgendwann aufgeben. Und was essen wir dann? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Aldi oder Lidl irgendwo dann auf den Feldern ihre Angestellten beschäftigen, damit was produziert wird. Dann müssten sie ja die Preise erhöhen, weil das rechnet sich ja nicht. Anstatt den Gesundheitssektor, den sogenannten, zu optimieren, der ja nichts anderes ist als ein Krankheitsmanagementsektor, sollten wir mit guter Nahrung dafür sorgen, dass die zahllosen Zivilisationserkrankungen, die alle eine Folge unseres Lebensstils sind, ja, das ist leider so, gar nicht entstehen können. Gerade jetzt in Zeiten von Corona feiern wir die Ärzte und die Krankenschwestern wie Helden. Aber niemand denkt an die Leute, die uns mit der Nahrung am Leben erhalten. Viele kleine Betriebe auf lokaler Ebene, das wäre ein Schritt in die richtige Richtung. Der Einkauf beim Bauern oder auf dem Wochenmarkt kostet etwas mehr. Aber für das neueste iPhone oder einen hochwertigen PC oder ein schickes Auto oder einen teuren Urlaub ist das Geld ja auch da. Aber diese Dinge machen einen nicht satt. Und wenn die Landwirte aufgeben, stehen uns schwierige Zeiten bevor. Die Regierung wird sich schon drum kümmern. Die Regierung wird es regeln. Ja, das sehen wir jetzt gerade, ne, mit ihren Corona-Maßnahmen, wie sie alles regeln und wie sie alles kaputt machen. Jo, ja, das denken wir. Auf die Themen Tierschutz, Nahrungsmittelsicherheit, Arbeitsschutz etc. trifft das auch zu. Aber wer kümmert sich um die Absicherung der Menschen, ohne die wir verhungern würden? Wir wollen, dass es landwirtschaftlichen Betrieben gut geht und dass sie irgendwann an die nächste Generation weitergegeben und weitergeführt werden. Gleichzeitig behindern wir ihren Fortbestand, weil niemand einen angemessenen Preis für sein Essen bezahlen will. Nachhaltigkeit betrifft nicht nur Klima und Umwelt. Wenn wir nicht bald anfangen, dafür zu sorgen, dass unsere Landwirte ihr Auskommen haben, werden wir nicht mehr lange Nahrungsmittel zu Schleuderpreisen kaufen können. Und denkt daran, diejenigen, die bei Diskussionen und in den sozialen Medien am lautesten schreien, haben nicht immer unsere besten Interessen im Sinn. Ja, ihr müsst euch mal die Rententabellen angucken. Was glaubt ihr, wer die geringsten Renten bekommt? Hm? Unter anderem sind das die Landwirte. Die können von ihrer Rente nicht leben, die meisten. Und vielen geht es schon so, bevor sie überhaupt in Rente gehen. Also wenn wir so weitermachen wie jetzt, wird es
nicht mehr lange gut gehen. Dann können wir nicht mehr lange große Töne spucken von wegen Umwelt und Klima und trotzdem alles spottbillig kaufen wollen. Und tja, ich hatte es letztes Mal gesagt, wir suchen die eierlegende Wollmilchsau. Und diese gibt es nicht. Also, vielleicht erstmal vor der eigenen Haustür fegen, vielleicht erstmal über das eigene Verhalten nachdenken und dann versuchen, daran etwas zu ändern, damit es auch denen besser geht, die uns am Leben erhalten. Ja, ihr Lieben, das war's wieder für den Augenblick. Ich habe etwas in der Pipeline fürs nächste Mal. Ja, das wird auch viele schockieren, wo es darum geht, wie die Industrie mit Schmiergeld und Bestechung dafür gesorgt hat, dass unsere Ernährungsempfehlungen so sind, wie sie sind. Mit Wissenschaft hat das alles nichts zu tun. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, danke euch fürs Interesse und freue mich darauf, euch beim nächsten Mal wieder ohne Maske begrüßen zu dürfen. Tschüss und bis bald.